Hallo und herzlich willkommen zurück zu Noobs Zaubern die Minecraft-Welt. Aber hallo, wer ist denn hier bitte ein Noob? Weiß nicht, und deine gespaltene Persönlichkeit. Ich zähle natürlich nicht dazu, Luke. Nee, natürlich nicht, Fachwissen natürlich ohne nicht. Ende. Ja, ich glaube auch, Mario ist der Minecraft-Pro. Wissen wir ja, haben wir schon immer gewusst. Und ich folge einfach ganz unauffällig. Ja, korrekt, so ist es nämlich auch angedacht. Nein, natürlich nicht. Doch. Ist ein Spaß. Nee, wird es mir nicht passieren. Hallo. Ich gehe jetzt, glaube ich, wieder in den Keller. Hey, warte. Bevor du runtergehst, ja? Komm zurück. Weil? Zurück. Was gibt's denn hier oben? Hier. Dinge? Oh, ein neues Schwert. Naja, falls es mal gut geht. Aber was ich mich frage, warum macht denn bitte... Achso, weil die Angriffsgeschwindigkeit doch höher ist. Aber wenn du überlegst, so mit einer Axt, normalen Steinaxt, machst du 9 Angriffsschaden, ey. Ja, kann sein. Gar aber nicht jetzt so hab schlecht. Jetzt habe ich hier 3 verschiedene Schwerter auf der Quickslot-Leiste. Richtig Schwert gut. Ich habe noch ein Holzschwert. Gottes Willen. Ein Eisenschwert und das Goldschwert. Um Gottes Willen. Ja, ist Wahnsinn. Ja, Dinge. Dinge. Warte mal, ich mach kurz ein bisschen. Ach, Holz habe ich ja. Ich gehe in den Keller. Ich wollte hier unten noch ein bisschen was im Keller rumbuddeln und danach dann tatsächlich an der Oberfläche auch noch ein bisschen Holz schlagen und alles. Wir wollten ja auf jeden Fall noch die Mine klar machen. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen erstmal ein bisschen Essen, weil ich habe auch essenstechnisch nicht mehr so gute Karten. Bist du so am Verhungern jetzt, oder was? Ja. 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 Ein bisschen. Ach Gott, ja, stimmt. Warte mal, vielleicht gehe ich hier doch noch nicht alleine weiter. Jetzt stehe ich natürlich gerade dort, wo mich... Guck mich da ein Skelett an. Warte mal. Nee, es täuscht. Mit C kann man ranzoomen. Das ist ganz gut. Was hatte ich denn angeguckt? Eine Schiene. ein Bahngleis. Ach so. Oh, wow. Ja? Nee, ja. Was denn? Nee, ich habe überlegt, was für eine Schiene. Was sind denn Schienen? Hm? Wie kann ich denn eine Schiene angucken? Was ist denn da los? Nachdem ich dir das beim letzten Mal ja noch gesagt habe. Ja, richtig. Ach Mist, jetzt mache ich hier selber Unordnung. Das finde ich aber nicht gut. Ja, das kennen wir ja. Das ist ja. Wie im Real Life, ne? Na, immer. Einmal durchtosen. Ja, das kennen wir. Man kennt's. Boah, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie... Das war, glaube ich, 4 in jede Richtung, ne? War das doch mit dem komischen Beben. Mit dem Feld? Ja. 4? Waren das 4? Ich weiß es ehrlich glaube, gesagt ja, nicht. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann ja nochmal gucken, ob das Ganze jetzt bei den Dorfbewohnern wieder gewachsen ist. Naja, so schnell wird es wahrscheinlich nicht gehen, würde ich mal behaupten. Übrigens sind wir jetzt tatsächlich schon mit unserem Setup hier auf einen Server umgezogen. Ja, auf jeden Fall. Ja, und also zwischen der letzten Aufnahme und dieser hat innerhalb von wenigen Minuten ein Serverumzug stattgefunden. Wobei, wenige Minuten stimmt so nicht. Waren schon ein paar Stunden, aber ja, ist jetzt wahrscheinlich einfach die bessere Variante. Ja, da kannst du auf jeden Fall nichts falsch machen, sag ich mal, ne? Also... Ja, und zudem kann der Server dann auch nebenher ein bisschen laufen und die Sachen können wachsen. Und wir sind nicht darauf angewiesen, dass das Spiel immer aktiv läuft. Ja, und vor allem ist auch so, ich meine, letztendlich haben wir auch den Vorteil, dass wir auch unabhängig voneinander halt mal connecten können. Genau, richtig. Falls einfach mal irgendwas abseits der Aufnahmen passieren sollte. Ja, mal einen Screenshot machen oder so, keine Ahnung. Das kann immer mal vorkommen, ne? Also von daher ist ja nicht weiter dramatisch. So, ich brauche eine Axt. So, ich mache mal kurz die Bäume weg hier. Mach mal. Ja, ich habe jetzt erstmal die ganzen Kartoffeln und das ganze Getreide und sowas wieder eingepflanzt. Ja. Denn wir brauchen noch mehr Essen. Ja, natürlich brauchen wir mehr Essen. Ohne Essen geht's nun mal nicht. Tatsächlich ist aber bei den Dorfbewohnern noch nichts weiter gewachsen. Ja, das habe ich also nicht schon viel vermutet. Ja, wobei hier unten, da wo auch das Schäfchen ist. Ja, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen... sag ich mal, over the top mit dem ganzen Wasser hier drumherum, weil ich glaube, wir brauchen tatsächlich gar nicht so viel. Aber es schadet ja auch nicht. Nee, spricht ja auch nichts dagegen. Ich hoffe, die regen sich nicht auf, dass ich immer über deren Felder rüberspringe und die dadurch umdrehe. Beziehungsweise kaputt mache. Umdrehen? Naja, das ist halt, als ob man so eine Steinplatte umlegt. Kann ich ja schon ernten. Ach so, warte mal. Kann ja nicht funktionieren. Ich brauche erstmal einen Eimer. Ein Eimer. Ich habe einen Eimer gesehen in der Kiste. Ja, ich weiß. Ich habe damit ja auch schon Wasser geholt. Mhm. Weil sonst wären die natürlich gleich wieder trockengelegt, hier die Felder. Ich habe gerade erstmal lecker rote Beete gegessen. Hast du nicht eingepflanzt, sag mal? Die war gerade in der Hand und sah so lecker aus. Ich habe mir gedacht, so komm.
Gönn dir. Weißt du, eine rote Beete. Ja. Ja, und das war die letzte, die wir hatten, oder was? Nein, die habe ich gerade gesammelt. Ja, und das war die einzige, die wir hatten. Nee, niemals. Hast du noch mehr gesammelt? Mehr war noch nicht fertig. Vielleicht ist da aber noch irgendwo was in der Kiste. So, das sieht halt so mega gut aus mit diesem Resource Pack, ne? Dass hier auch das, der Boden so feucht aussieht. Also Shader, Resource Pack und natürlich alles zusammen in Kombination. Sieht halt einfach mega gut aus. Boah, ich bin schon wieder an diesem Gedärmstein. Ey, das ist so ekelhaft. Das sind einfach wirklich Gedärme, oder? Das blubbert halt auch so. Ja, das ist irgendwie ganz Das merkwürdig. Sind Gedärme, das ist eine Verknüpfung irgendwo anders hin. Hallo, Schaf. Boah, ich muss erstmal mich kurz wieder an die Steuerung gewöhnen, denn wir haben gerade noch Raft gestreamt. Ja, das stimmt. Da ist das etwas umständlich, wenn man halt wirklich komplett einmal die Steuerung anders im Kopf hat irgendwie. Ja. Aber wird schon. Ja, muss ja. Das wird. Ja, keine andere Wahl. Ich sammle mal noch ein bisschen Grassamen hier. Beziehungsweise eigentlich ist ja kein Grassamen, sind ja Weizensamen, die man aus dem Gras rauskriegt. Mhm. Für die Versorgung. Ja. Hier läuft ein Steak rum. Ein kleines Schweinesteak. Hallo, Steak. Barbecue. Hallo. Oh, es guckt nicht ganz. Ja, es sieht zu niedlich aus. Allerdings haben bei uns tatsächlich nur Schäfchen wirklich einen Sonderstatus. Das muss man mal ehrlich sagen. Ja, es darf gerade noch leben. Ist okay. Ja, aber kein Stress. Aber vielleicht ernähren wir uns einfach auch vom Kuchen. Das ist auch okay. Obwohl, warte mal, brauchen wir nicht auch. Moment. Oh, tut mir leid, Schwein. Was? Du bist ja brutal. Wie es hüpft. Ei, jetzt nicht mehr. Es liegt. Oh shit, ich habe gedacht, ich kriege da gleich Leder raus. Ah, verdammt, vielleicht hat das keinen Sinn. Nee, ich glaube, Leder haben nur die Kühe, nicht die Schweine. Ja, tut mir leid, Schwein, du warst leider versucht. Es war halt ein... Aber ja, stimmt, es waren die Kühe. Hätte ich dir das vorher sagen sollen. Das hätte sein können, dass es inzwischen gepatcht wurde. Aber Kühe waren ja auch in dem Berg. Ja, Kühe sind hier oben, auf jeden Fall. Ja, hinterm Dorf. Ab umbringen. Hört er das? Hier gibt es keine Gnade. Also wir brauchen ja auf jeden Fall Leder, denn wir müssen ja noch ganz viele Bücher bauen und für die Enchanting Table. Oh mein Gott. Also es dauert natürlich noch ein Eckchen, bis wir da sind, logischerweise. Aber wir könnten ja alternativ auch erstmal... Jawohl, ich glaube, bevor wir halt mal irgendwo umziehen, suchen wir uns erstmal noch ein bisschen den Weg durch die Mine unten. Ja, ich muss erstmal schauen, dass meine Lebenspunkte wieder nach oben gehen. Ich bin jetzt schon ein paar Mal irgendwo runtergefallen. Ja, das passiert aber nur, wenn du voll Futter hast, ne? Deswegen will ich mir gerade auch was zu essen holen. Wir haben nichts. Haben gar nichts? Woher denn? Kann man nicht Kartoffeln einfach so essen? Warum regnet das hier? Ja, nicht roh. Aber ich habe die auch eingepflanzt. Du musst halt noch ein bisschen warten, dann haben wir auch bald hier ruhig. Na, ich will nur mal kurz schauen, ob man nicht irgendwie was herstellen kann. Oh, guck dir mal den geilen Regen an. Es sieht so heftig aus. Guckt euch mal an, wie geil der Regen aussieht. Richtig gut. Warum sieht das hier so anders aus? Das hier sieht anders aus bei mir. Was ist das hier? Warum sieht das so anders aus? Da ist schon wieder drauf getrampelt. Nee. Tja, merkwürdig, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht umgraben. Ich weiß nicht. Ich kann ja nur nicht an allem schuld sein. Also, geht schon. Wir haben noch 4 normale Äpfel und Karotten haben wir auch. Und auch 2 rote Beeten. Ja, die rote Beete kannst du gleich drin lassen. Ja, die bleibt ja auch drin. Aber die kannst du alternativ auch anpflanzen. Ja, könnte ich auch machen. Ich hoffe, dann esse ich die jetzt nicht aus Versehen. Ich komme mal kurz raus. Ja, bitte. Ich glaube, die Schafe werden nass. Hallo. Oh, nasse Wolle. Oh, die sehen so klasse aus, die Schafe. Ja. Die sind verkniffen, aber es macht nichts. Das macht nichts. Macht gar nichts. Aber bei dem Regen, wer würde da nicht verkniffen gucken? Ist der Regen hier auf dem Boden, das ist der Wahnsinn. Kann ich gar nicht anpflanzen, kann das sein? Die rote Beete, die ist einfach fertig. Ich kann die nur essen. Samen? Ja, ich denke schon. Auf so ein fertiges Rezept. Nee, dann esse ich sie. Und Linksklick ist draufschlagen, aber dann würde ich das Feld kaputt machen. Hier, warte, nimm. Guckst du dir das an? Warte. Geil. Essen. Sieht aus wie ein Herz. Ja. Funktioniert aber halt nicht. Nee. Da braucht man wirklich Samen für. Ja, das stimmt. Was haben wir denn? Wir haben rote Beete-Samen. 8 Stück. Ja, siehste. Also, ja, ne? Mensch. Rinder mit.
Rinder mit. Ist das jude Rind oder was? Naja, die machen wir jetzt schnell noch rein, weil es nämlich dunkel ist. Ja, ja, ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Wiesenzeug hier. Hobbygärtner, jawollo. Einfach mal hier lang. Oh, wie das einfach gleich überschwemmt ist hier. Ich laufe schon. Ich renne. Voll garstige Zombies kommen. Das sieht aber voll kuschelig aus bei uns hier in der Hütte, finde ich. Ja, das ist total gemütlich. Ja. Nee, einfach vom Lichtschein her. Ja, das ist in der Tat richtig. Das also Lichtschein ist in Ordnung. Gemütlich. Huch, was? Ich habe mich hingelegt. Warte, dann komme ich dazu. Ich wollte eigentlich einen Rechtsklick machen und wie das aussieht. Mario schläft schon mit der Rübe und der Fackel in der Hand. Ja, also man muss ja vorbereitet sein. Man kennt's. Oh, schön, guten Morgen. Guten Morgen, ich werde Rübe essen. Ja, gleich ein Stück, wa? Dankeschön. Ich wollte mal kurz schauen, wie man halt Essen herstellt. Das konnte man doch auch an der Werkbank herstellen. Hier, was kann man denn da machen? Granitmauern, die schmecken nicht so gut. Borscht. Hey, das ist doch dieser Eintopf. Das ist ein Eintopf, Borscht. Ja. Borscht. Ja, das habe ich damals im Kopf gehabt. Da brauchst du halt... Du im Kopf hast. Ja, ist wirklich so. Da braucht man 3, 5, 6 rote Beete und eine Schüssel. Ja, bei Schüsseln... Können wir Schüsseln brauchen? Ich guck gleich mal, was man hier für eine Schüssel braucht. Geht noch nicht, glaube ich. Schüssi. Ja, also, es wird am Anfang halt echt mal ein Sekündchen dauern, bis wir ein bisschen Essen am Start haben. Ja, ja. Also ein Schüsselchen kann ich noch nicht herstellen. Habe ich noch nicht gelernt. Ich weiß auch nicht, die kannst du bestimmt aus 3 Holzdingern zusammenbauen oder so. Ja, ich guck mal. Ich teste mal kurz rum. Nehmen wir hier mal ein bisschen Holz. So. Na, wir werden sehen. So, hier sind die Eichenbretter. Muss man natürlich auch richtig treffen. Ah, 4 Schüsseln aus 3 Eichenholzbrettern. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ich doch was vermutet, dass es irgendwie so geht. Ja, dann haben wir jetzt bestimmt auch die Rezepte. Wenn du noch ein bisschen Gras schlagen möchtest für mehr Getreidesamen. Ja. Dann kannst du das gerne tun. Würde ich gleich noch machen, aber... wir brauchen noch mehr. Ich würde mal kurz gucken, beim Brot 3 Weizen für ein Brot. Ist also auch überschaubar. Ja, aber haben wir noch nicht wirklich. Ja, aber wir haben ein bisschen Brot. Ich brauche es halt einfach zum Essen. Schnurps. So, jetzt habe ich ist alles endlich, weg. Ja, aber jetzt habe ich endlich volle Herzen. Was soll ja, ich ist schön, dass du wenigstens volle Herzen hast. Ich nicht. Ich doch auch was. Nee, ich pflanze das ganze Zeug an, damit wir mehr davon haben. Ja, man muss aber auch essen. Ohne Essen geht's nicht los. Ich habe übrigens vorhin auch noch Kupfer gefunden. Würde mal kurz durchschmelzen. Mann, okay. Dass man mit dem Rechtsklick auf so ein Grasbüschelchen direkt immer eine Fackel setzt, anstatt weg. Ja. Erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Das Übliche. Nee, das ist ja kein Steuerungsproblem. Das ist einfach nur so, weil du machst ja einen Rechtsklick, um halt den Boden umzugraben hier und einen Rechtsklick auf den Grasbüschel setzt aber eine blöde Fackel. Okay. Sehr crazy. So. Das sieht halt mega gut aus an die Pfützen hier auf dem... Also, wow. Ich habe sogar noch 9 weitere rote Beetesamen. Ja, Rinja. Ja. Weil wir da Borscht machen können, ne? Also, na, aber hallo, also Borscht wird dann unser Leibgericht. Borschtel. Ha, Borschtel. Ne, Borschtel hast du voll umgelegt. Ja, das stimmt. Ja. Und Weizenkörner habe ich auch noch. Ja, kannst du auch allein pflanzen. Gibt es hier eine bestimmte Reihenfolge oder einfach erstmal? Erstmal noch nicht, weil ich habe die erstmal so eingepflanzt, wie wir halt Vorrat hatten. Ja. Das kommt dann, wenn wir dann ein bisschen mehr davon haben, also dass wir auch ein paar Sachen übrig haben und so. Mhm. Das sieht doch hier schon ganz gut aus. Ach doch, ich fühle mich hier schon wohl. Das passt. Also ich sag mal so, für die Allergiker unter uns ist hier so einmal schön durchs Gras mähen nicht so geil, ne? Wer weiß, was da alles an Blütenpollen aufbietet. Ja, also tatsächlich gehöre ich ja mit dazu, zu den Leuten, die einfach mal eine richtig heftige Pollenallergie haben. Ja, deswegen werden wir auch jeden Birkenwald abbrennen hier. Oh. Gerade vom Übeltäter reden, da vorne ist eine Birke. Ach, ja, Kacke. Weg damit. Ja,
Ja. So, ich walte meines Amtes. Ja. So. Weg mit dem Ungetüm hier. Mhm. Weg mit den Birken. Niemand braucht Birken. Wirklich nicht. Höchstens für schöne Möbel. So ein bisschen Birkenholz, das ist okay. Aber ansonsten... Birkenstock. Kannst du auf jeden Fall anziehen, ja. Ja, wenn wir jetzt so viele Pferde haben, können wir uns irgendwann noch ein Pferd nehmen. Ja, wir haben einen goldenen Apfel. Also beziehungsweise zwei sogar. Also ich glaube jedenfalls, dass man den damit ziehen konnte, die Pferdchens. Aber man braucht ja auf jeden Fall einen Sattel oder so. Ein Sattel? Naja, man konnte nicht. Doch ohne Sattel drauf reiten, oder nicht? Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Wir der sehen. Minecraft-Profi, der hier gerade zuschaut, der geneigt, der wird wahrscheinlich den Kopf zusammenschlagen. Also, oh mein Gott. Oh mein Gott, diese Noobs. Ja, ist halt so, ne? Aber was soll's. Das gehört sich so. Wir machen das extra nur für euch. Stellen uns absichtlich dumm. Genau. Hm? Immer. Selbstverständlich. Ja, das Gras ist schon wie alle, Fräulein. Ich bin doch hier schon am Abgrasen. Wie viel hast du denn schon? Nee, kommt nicht so viel raus, ja, leider. Weiß. 12. Ja, ist doch okay. 12 ist doch schon mal super. Dann setze ich die schon mal rein? Ja. Da an der freien Fläche, da ist ja schon ein bisschen was zusammengekommen. So. Ja, warte mal, hier kurz nochmal ein bisschen rumschlagen. Hallo, ihr süßen Schafe. Oh Gott, also es ist wirklich... Wir müssen uns dann auch bald mal eine Schaffarm machen. Also es ist halt wirklich perfekt hier, ne? Wobei ja, wir hier ja gar nicht für immer wohnen wollten. Nee, aber eine Schaffarm kann man ja in der Nähe machen. Also man muss ja nicht Ewigkeiten wegziehen. Das stimmt. Ich wollte halt nur nicht wirklich direkt am Dorf wohnen. Das ist vielleicht nicht so geil. Ja, oder wir haben einfach mehrere Wohnorte. Kann man ja auch machen. Ja, haben wir nicht irgendwie, wir können ja mal gucken, ob wir irgendwo einen schönen See haben oder so. Oder von mir aus auch am Ufer, ist mir egal, vom Meer oder so, keine Ahnung. Können wir ja mal gucken. Ja, müssen wir auch mal schauen, ob es da Zuckerrohr gibt. Ich will ja wirklich irgendwann Kuchen machen. Oh ja, Kuchen. Da brauchen wir dann Milch. Und ich glaube, Weizen brauchen wir. Und ansonsten, ja, Zucker. Ein Grassamen fehlt. Na toll. Einer fehlt? Einer. Ich habe schon wieder drei. Ja, die kannst du gleich reinbauen hier. Hier ist wieder so ein Mutantenbaum gespawnt, ne? Also der gleich wieder eskaliert. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, riesig. Das hier ist fertig, wenn das so golden ist. Das kann man doch nicht so gut erkennen. Na doch, das ist wirklich fertig. Ja, ja, das schon. Aber das hier zum Beispiel noch nicht. Das ist noch nicht fertig. Jetzt fehlen hier doch noch mehr. Oder hast du hier jetzt gerade... Ich habe die gerade rausgemacht. Ach so. Aber ich kriege hier auch mehr raus, als wir hier benötigen zur Ernte. Also zum Einschalten sind. Okay. Guck mal, hier wird es schon mehr 48 in der Tasche. Ja, dann kannst du das ja alles neu bepflanzen. Ich gehe mal kurz zum Ufer und nach Zuckerrohr schauen. Wenn es recht ist. Ja, mach. Dann gucken wir mal, was wir noch so finden. Können wir noch so ein paar Apfelbäume schlagen? Denn Äpfel haben wir ja, wie gesagt, nur 4. Ja. Für so ein bisschen Abwechslung. Aber wir brauchen viel mehr Rüben. Wir brauchen eigentlich alles. Naja, gut, Rüben und so ein Kram kann man ja anbauen. Ist ja naja, die kommen ja jetzt, ja. Ja, ich glaube, das muss man einmal vernünftig wachsen lassen, damit es vernünftig dann wieder sortiert werden kann. Mhm. Wir haben jetzt aktuell 17 Weizen. Das ist noch nicht so dolle viel, aber naja, Kleinvieh macht auch Mist. Ein Esel. Und eine große Biene. Oh, eine Hummel. Oh, hallo. No. Oh. Hey. Guck mich doch mal an. Zeig mir nicht nur deinen Hintern. Ja, wieso denn nicht? Da, jetzt kommt's an. Sumsi. Ach, geil, ein Brot. Ja, gönn dir. Iss mal. Da drüben ist Zuckerrohr. Oh, und ein schönes Blümchen. Ich könnte jetzt durch die Frage stellen, ob wir schon irgendwie eine Grundordnung dann beibehalten wollen bei den Kisten. Also. Na, die vorderste Kiste würde ich gerne für Essen beibehalten. Und ja. Die links für alles andere, was keine Steine sind. Also keine Steine und Eisen und sowas. Hätte ich gesagt.
Versetzlinge, ja, wahrscheinlich so organisches Zeug. Ja, ja, ich habe jetzt mal in die eine Kiste nach unten neben den goldenen Apfel eine giftige Kartoffel reingepackt. Hm. Ich weiß noch nicht, wofür wir die brauchen, ob wir sie brauchen oder ob das einfach Ausschuss ist. Das haben wir uns schon immer gefragt, wofür man die eigentlich braucht. Wir haben die jedes Mal schon gehabt. Ausschuss ist, das weiß ich halt nicht. So, okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Essen. Hm. Ja, also Zuckerrohr war jetzt hier noch nicht so viel. Ein bisschen habe ich. Vielleicht sollten wir das dann auch gleich wieder anpflanzen bei uns. Ja, brauchen wir Sand für. Kann ich ja gleich mitnehmen. Nee, Quatsch, brauchen kein... War das in Ordnung? Na doch, brauchen wir, oder? Ja, ich gerade hier. War das... Ah, hier ist gerade ein Baum neben mir. Alter Schwede. Ich bin halt direkt... Ich stand halt hier rum, auf einmal bin ich so in den Boden reingewachsen. Was ist denn hier los? Da ist direkt was neben ist denn mir... hier eigentlich los? Neben mir ein Baum gespawnt und hat mich in den Boden reingedrückt. Nee, man braucht da keinen Sand für. Das habe ich falsch in Erinnerung. Das war mit dem Kaktus, wo man Sand brauchte. Ah, okay. Für Zuckerrohr brauchte man einfach nur direkt ein Wasserfeld daneben. So guck dir doch mal an, wie hier die Tintenfische aussehen. Das ist so krass. Bist du denn überhaupt? Ich bin am Ufer. Ich bin einfach weitergelaufen. Ach, da hinten? Ja. Die sehen so krass aus, wirklich. Es wird gleich dunkel übrigens, Fräulein, ne? Ja, ich komme nach Hause. Gibt es da eigentlich im Wasser irgendwie so was... zum Abbauen oder so. Hm, habe ich noch nicht geguckt, traue mich jetzt auch nicht mehr. Es ist ja schon spät. Also, wir sind 2 Meter hier bis zum... Ja, und auf einmal geht schief. Ich bin noch da. Du meinst, beschützt mich? Machst du das wirklich? Da unten ist Lava oder so. Nee, im doch. Wasser? Was ist denn das? Ist Lava. Hilfe. Hier ist die Strömung gerade richtig doll gewesen. Ja, da war wahrscheinlich ein Loch oder so. Oh, bloß nach oben. Oh, der Sternenhimmel. Es ist der Wahnsinn. Wir haben übrigens mittlerweile ja rausgefunden, F1 blendet das Interface aus. Es ist so schön. Tintenfische, mega gut. Ja! So, ab nach Hause, Fräulein. Ja, wir müssen ganz dringend. Ich habe übrigens schon Skelette gesehen. Ja, dann flott. Die sahen auch mega gut aus. Also jetzt hier aktuell noch nicht auf dem Weg, aber ja. Kann man sie auch mal einen Bogen bauen? Das sollte ja auch schon gehen. Ja, da brauchen wir aber erst noch, also wir haben noch nicht genügend Knochen für Pfeile, glaube ich. Man braucht da Knochen für Pfeile, oder? Nee, Holz. Und Federn fehlen generell auch noch. Ich weiß es gerade nicht. Die baut man einfach so. Mal schauen. Erstmal hier ankommen. Ah, wieder zu Hause. Sehr schön. Endlich wieder zu Hause. Ja, wirklich. Das ist guck mal hier. Ganz tolles Gefühl. Was ist denn da? Brot. Ach, ich habe gerade schon Brot gehabt. Ist egal. Dankeschön. Doppelbrot hält besser. Kennt man doch. Mann, jetzt bin ich fertig mit dem Essen und baue euch irgendeine Fackel irgendwo hin. Mm. Wir können jetzt aber theoretisch auch schon in die Mine runter, ne? Also. Ja, übrigens, also für den Bogen brauchen wir 3 Fäden und 3 Stöcke. Und für die Pfeile. Ja, der Bogen ist ja nicht das Problem. Und Fäden kriegen wir ja durch Wolle. Die kann man ja auseinanderbasteln. Pfeile habe ich gerade gar nicht gefunden. Die wurden nicht angezeigt. Wieso denn das eigentlich? Das ist ja auch merkwürdig. Dass mich, also, dass nicht alles angezeigt wird. Kann man nicht Wolle auseinanderbauen irgendwie für... nee, warte mal, weißer Teppich. Hm. Geht das gar nicht? Oder geht das nur am Dings? An der Werkbank, probier mal aus. Vielleicht geht das auch gar nicht. Vielleicht kann man die nur zusammenbauen. Hm. Ich glaube, die Fäden waren die nicht einfach nur aus Spinnennetzen? Ja, aber früher konnte, also man konnte ja zum Beispiel ein Bett auch mit Dings, also ich glaube 9 Fäden, waren das nicht eine Wolle oder so? Ich kann es dir leider nicht sagen. Boah, ich habe auch keine Ahnung mehr. Das ist super. Wir haben keine Ahnung davon reichlich. Ja, vielleicht geht das nur zusammen, aber nicht auseinander. I don't know. Okay, ja, und dann packe ich immer mit rein. Hier sind Fahnen und da sind 8 Fäden. Wir können mal kurz testen. Mach mal den Test. Haben wir noch was zum Schmelzen? Ah, nee, guck mal. Also, weiße Wolle sind 4 Fäden. Ja. Das, also, die Richtung geht es. Kann man die auseinandersticken? Kann man denn sonst an genügend Wolle? Fädenrand für Pfeile. Ich weiß nicht. Hm. Metallurgie. Cool. I don't know. Also, du hast jetzt nach Fäden gesucht, oder was? Ich habe mal gar nicht gesucht. Aber du hast jetzt einfach die Wolle reingeworfen ja. Und wolltest gucken, was damit passiert. Ja, ob man die irgendwie auseinanderbauen kann oder so für Fäden. Hm. Geht aber offensichtlich nicht. Zuckerrohr hast du nicht eingepflanzt? Wen habe ich was? Zuckerrohr eingepflanzt? Nee, noch nicht. Warte. Dann mach ich mal eben. Ja.
Das ist gut. Das ist gut. Ich gehe kurz runter. Ach nee, wenn ich jetzt runtergehe, unten ist gefährlich. Na, ich komme damit. Ja. Ist doch schon alles fertig hier. Ich habe jetzt nur ein Brot mit. Nee, ich habe gar nichts. Aber das macht nichts. Gut. Kannst ja noch einen Apfel mitnehmen oder so. Und erstmal hier ein Eisenschwert auf die erste Dings. Ist ja dunkel hier. Warum ist denn jetzt schon wieder so duster? Hilfe. Ist ja gefährlich. Wer hat denn die Treppen hier so nah an die Decke gebaut? Alter, stößt man sich in den Kopf. Macht nix. Oh, mein Gott. Hallo. Hallo.